Der chinesische Konzern Huawei hat vor einem Bezirksgericht in Texas Klage gegen die USA eingereicht. Der Netzwerkausrüster sieht seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten eingeschränkt. Hintergrund ist ein Gesetz, das der Regierung in Washington Geschäfte mit Firmen verbietet, die in substanziellem Umfang Huawei-Technologie einsetzen. Die Konzernführung bezeichnet dies als verfassungswidrig. Huawei stellt die Komponenten für den Bau von Mobilfunknetzen her und ist Weltmarktführer. Vor allem die USA werfen dem Unternehmen Verbindungen zur chinesischen Regierung vor und vermuten, Ausrüstung oder Handys könnten für Spione eine Hintertür für das Auskundschaften von Staats- und Firmengeheimnissen sein. Die Regierung in Washington will verbündete Staaten dazu bringen, ebenfalls auf Huawei-Ausrüstung zu verzichten. Der chinesische Konzern weist die Vorwürfe zurück.